So, und nun geht es Kürtel an den Kragen. Arik, du hörst auf zu schleichen. Arik, hörst du mir zu? Hallo. Danke. Und er ist, glaube ich, hier unten irgendwo. Deswegen gehen die Helden mal allesamt dahin. Und jetzt muss ich mir hier was ausdenken. Es ist nämlich gar nicht so einfach, gegen Kürtel zu gewinnen. Arik, du schleichst. Erstmal genau schauen, wo der eigentlich ist. Kürtel ist... da ist er. Vorsicht. Gehst du wohl zurück, Arik? Ja, also die stehen quasi hier so und das sind mehrere. Und da könnte Arik mal eine Falle stellen gleich. Und Palegina kommt mal im Nahkampf dazu. Und die anderen Helden, die bleiben mal, wo sie sind im Wesentlichen. Können ein Stück weit noch hier an diesen vertrockneten Baum. Arik. Stell mal eine Falle. Nämlich eine der giftigen Explosionen. Und diese Falle wird gestellt. Eigentlich hier. Hoffentlich geht das, ohne gesehen zu werden. Ja, ja, ich weiß, da sind welche. Deswegen soll da ja auch eine Falle hin. So, das passt. Ja, hier sind einige Magier, Priester, alle möglichen anderen Gestalten. Barbar, das hier ist irgendeine Art... Nee, das ist der Priester, genau. Aber da gibt es noch mehr. Und in der Mitte steht, glaube ich, Kürtel. Und Arik geht jetzt wieder zurück. Hör auf zu schleichen. Geh da zu den Helden. Hinter den Baum. Und Palegina. Bau von Kapelle abgeschlossen. Das geht vor. Dann werde ich gleich mal das nächste in Auftrag geben. Was habe ich hier noch Schönes? Die Handwerkshalle. Na, die Handwerkshalle ist nicht verkehrt. Wenn du die Handwerkshalle neu aufbaust, wird deine Festung bewaffnet. Du erhältst einen Waffen- und Rüstungshändler sowie einen Geschicklichkeitsbonus, wenn du in der Leuchthöhle rastest. Auf geht's. Ja, Palegina, du wechselst in den Fernkampf. Schleichen kannst du ja nicht. Natürlich kannst du schleichen, aber nicht so gut. So. Ja, also, Palegina schießt jetzt hier auf einen von denen. Völlig wurscht auf welchen, auf den, der am nächsten dran ist. Und dann setzt sich diese ganze Horde in Bewegung im Schweinsgalopp Richtung Palegina. Ich hoffe, dass dann einer in diese Falle tapst und dann so eine Giftexplosion auslöst. Währenddessen rennt Palegina dann im Nahkampf hier so um diesen großen Adra-Felsen rundherum in Richtung ihrer Kameraden. Und mit ein bisschen Glück bleiben so ein paar der Gegner dann hier unten stehen, beziehungsweise brechen die Verfolgung ab und laufen zurück, während der Rest, 1, 2 oder 3, Palegina an den Fersen kleben bleiben und dann hier oben von den Helden begrüßt werden. Und das mache ich dann 1 oder 2 Mal, bis die Gruppe hier so dezimiert ist, dass ich sie direkt angreifen kann. Also Palegina... Hast du das verstanden? Wenn ja, dann schieß mal bitte auf den da. Ich glaube, der steht am nächsten. Bumm. Boah, nur 7 Stechen Schaden. Mann, ist der resistent. Palegina, weg. Jetzt. Nicht erst irgendwann. Ja, toll. Ganz toll. Palegina, befrei dich. Palegina, kommst du da weg? Das ging völlig in die Hose im Übrigen. Palegina, Hand auflegen bei dir selbst. Palegina, versuch mal da irgendwie hinzulaufen. Ob das noch geht, weiß ich nicht. Unnötig zu erwähnen, dass niemand in die Falle getreten ist. Ja, okay, das hat nicht gewirkt. Ich lasse die Palegina mal gerade umboxen. Oh, sind die langsam.
Und der eine tapst jetzt in die Falle. Ja, super. Mann, bist du blöd. Sie sind total bescheuert, ganz ehrlich. Ach, Palegina, tut mir leid. Tut mir echt leid. Ach, ich komm nochmal dazu. Ja, das sind diese blöden Lähmungszauber. Die sind sofort aktiv. Und jetzt war es wichtig, dass nur Palegina umkippt. Denn wenn die da unten umkippt, dann ist es erstmal egal für den Rest der Heldengruppe. Arik, du stellst nochmal eine Falle. Diesmal ein bisschen weiter da. Ja, da sind welche. Stell die Falle. Stell einfach die Falle. So. Geh zurück. Hör auf zu schleichen. Und lauf zu deinen Kameraden. Palegina, der Plan bleibt, wie er ist. Lass dich bitte diesmal nicht wieder lähmen. Palegina, geht's nicht irgendwie auch anders? Musst du da so nah ran, Menschenskinder? Und weg. Jetzt kommt so eine blöde Nachricht von der Festung. Das interessiert mich gerade überhaupt nicht. Palegina, du läufst dahin. Da zu den Helden. Und die tapsen jetzt hier hoffentlich durch die Falle. Das sieht gut aus. Ja, da kommen so ein paar. Der Priester und der Schurke. Ah ja. Ja, lauf weiter, Palegina. Sieht gut aus. Lauf an den Helden vorbei. Die Helden hier verstecken sich mal. Und Palegina läuft halt so um sie herum, so ein bisschen. So. Jetzt sind ja relativ viele, aber ich hoffe, das sind nicht alle. Alle Helden, Attacke. Und zwar auf eigentlich den Priester zuerst. Alot. Blitz hier mal über diese Bande, auch wenn es die eigenen trifft. Natürlich ist leider auch der gerissene Kürtel hier mit dabei. Das ist schade. Aber irgendwie muss es gehen. Alot, hallo. Danke. Wird ja Zeit. Der Priester muss weg. Sargani, Schuss. Duranz, Schuss. Alot, Arkaner Angriff. Der Priester muss zuerst weg. Da kam der Blitz sogar zurück. Wie böse. Ich glaube, der Priester ist tot, oder? Ja. So ganz hat der Plan nicht funktioniert. Eigentlich hatte ich gehofft, dass hier weniger Leute kommen, aber schade. So, Arik, du hast Wunden, das ist gut so. Attacke auf den Schurken. Der kann dann mal weg. Der Mönch ist natürlich auch übel. Alot, mach mal eine nekrotische Lanze auf den Mönch. Ja, das geht nicht, der ist schwierig. Also Kürtel hat ein Problem mit Elektrizität, sieht man da. Aber es hat keiner ein Problem mit Korrosion, zumindest nicht, dass ich es momentan sehe. Dann einfach nochmal reinbomben für den Moment. Treten. Palegina, mach mal Hand auflegen bei Arik. Alot. Da ist der Mönch. Alot, versuch's mal mit so einer nekrotischen Lanze auf den Mönch. Sargani. Mach mal so einen Sonnenstrahl da mitten rein. Mal schauen, was der bringt. Duranz. Tja. Duranz, komm mal näher für den heiligen Glanz. Was war das? Schurke weg, schön. Bumm. Und weg, Duranz. Bumm, was war das? Das war der Sonnenstrahl. Ein kritischer Treffer, sehr gut.
Wie sieht's denn aus mit euch? Der Mönch ist verletzt. Der Barbar, da ist der Waldläufer. Sagani, kümmere dich mal um den Waldläufer. Durans genauso. Alot, hast du diese nekrotische Lanze gefeuert? Ja, die hat den Mönch relativ gut getroffen. Dann mach das mal weiter. Da ist der Mönch. Arik ist ja auch frei jetzt. Aber ich glaube, Arik sollte sich mit dem Kürtel anlegen, oder? Ja, ich glaube schon. Attacke. Die zweite nekrotische Lanze verfehlt den Mönch, das ist schlecht. Bitte nochmal auf den Mönch. Ah, ich glaube, Arik muss mal kurz zum Mönch treten, damit der mal weggeht. Sagani, schießt du auf den Mönch, bitte? Durans, auf den Mönch schießen. Alot, du machst halt die nekrotische Lanze. Palegina steht auch irgendwo mittendrin. Mach mal hier auch hier irgendwas auf den Mönch. Und hier wird getreten. So, der wäre weg. Dann die Fernkämpfer auf den anderen Fernkämpfer da, auf den Waldläufer. Den Barbaren ignoriere ich. Und Arik tritt Kürtel in die Eier. Und immer weiter. Alot tötet geächteter Waldläufer. Schön. Bitte hier treten. Und die Fernkämpfer alle auf den Barbaren. Nee, auch auf Kürtel. Der muss mal weg. Palegina, du hilfst bitte auch mit. Arik hat Wunden, selber schuld. Kürtel ist weg. Und alle auf den Barbaren. Den zerlegt's wieder in Hackfleisch. Schön. War gar nicht so schlimm. Grammerfell war fast schlimmer, aber der war ja in einer Gruppe und hat erst noch so ein paar Gespräche geführt. Das hier ging mit Anlocken ganz gut. Ich finde, einen Kriegsbogen, zwei Stilette, eine Streitaxt, einen Streitkolben, einen mittleren Schild, einen guten Plattenpanzer, eine gute Fellrüstung, eine gute Kettenrüstung, zwei gute Lederrüstungen, einen guten Gambeson, einen Flügelhelm, zwei Kutten. Nein, fünf Kutten. Ach, es wird immer mehr. Einen Umhang. Einmal Weißblatt, das geht zu Arik. Dann dreimal Trank des Geisterschilds, das geht zu Palegina. Dann einen Dietrich, der geht wieder zu Arik. Gold, jede Menge. Den Kopf des gerissenen Kürtel und er hat eine einzigartige Waffe, nämlich die Jungdrachenglocke. Die schaut sich Arik auch mal an. Der Rest geht ins Versteck. Kopf geht gerissener Kürtel. Töte den gerissenen Kürtel und nimm seinen Kopf an. Dich habe ich gemacht. Bringe den Kopf des gerissenen Kürtel zu Oberwetter Fürgen. Schön. Und die Festung hatte sich gemeldet. Berold, im Dienste des Edyrischen Hofes, ist in der Festung eingetroffen. Beinahe wurde er auf der Straße von Räubern überfallen, doch deine Patrouillen konnten einschreiten. Das scheint ein Besucher zu sein, oder? Ja, scheint mir. Und kleines Abenteuer abgeschlossen. Kana ist zurück. Schön. Hier gibt's noch was. Was gibt's denn da? Noch einen Umhang. Gut, Helden. Schön gemacht. Schleicht mal runter. Es kann sein, dass da doch noch einer steht. Da. Nanu? Was ist los? Gegen wen kämpft ihr? Keine Ahnung. Ach, hier der Magier. Der steht noch unten. Attacke. Mann, bist du mutig. Und dein Gefunzel hilft dir gar nicht. Ich finde, ein abgenutztes Zauberbuch, Alot. Das soll sich Alot mal anschauen.
Ich finde einen Zauberstab, eine gute Robe, eine Kutte und ein bisschen Taschengeld. Waren das jetzt alle? Das waren alle. Also meine Taktik hatte nur dazu geführt, dass der Zauberer unten blieb. Alle anderen waren hochgelaufen. Das kann auch besser sein. Also wenn man das ein bisschen probiert, dann kann es durchaus passieren, dass man da die Gruppe in zwei Teile zerreißt und dann drei, vier unten stehen bleiben und man oben nur gegen die halbe Gruppe kämpfen muss. Das hier, was ich hatte, da war das ein bisschen geballt, aber es hat funktioniert. Das ist das Einzige, was zählt. Helden, ich gratuliere euch. Wo ist die nächste Windrose? Es muss zurückgehen nach Caed Nua. Ich will den ekligen Kopf abladen. Gibt es hier irgendwann mal eine Windrose zu reisen? Das wäre sehr schön. Da ist eine. Auf nach Caed Nua. Und hier dann zu Oberwärter Fürgen. Und die Helden platzen in seiner Försterhütte und sagen Hallo. Fürgen nickt dir zu. Gute Jagd, hoffe ich. Was kann ich für dich tun? Der gerissene Gürtel ist tot. Gute Arbeit. In Neu-Heomar werden sie bald feiern. Hier ist das Kopfgeld. Gegenstand verloren, Kopf und Kupfer erhalten und jede Menge Erfahrung. Was gibt's für neue Kopfgelder? So, was weißt du über den Kriegshäuptling? Kriegshäuptling Iglak, er ist ein Xaurib, falls du das noch nicht am Namen erkannt hast. Er hält sich nie lange an einem Ort auf, aber er kehrt immer wieder ins Talholz zurück. Die Leute wollen, dass man sich um ihn kümmert, bevor er sich mit einem Drachen anfreundet. Ja, mach ich mal. Aufgabe abgeschlossen, Kopfgeld gerissener Kürtel und gleich die neue Aufgabe angenommen, nämlich Kopfgeld Kriegshäuptling Iglak. Ja, dann wieder raus. Und bevor es ins Talholz geht, geht's mal in die Herrenhalle. Und dann zum Händler. Ich habe ja einiges zu verkaufen, außerdem gibt's hier einen Gast. Genau, hier gibt es ja Odaina Fürgest, die ist schon eine ganze Weile da. Was sagt die denn? Die sagt, diese Burg bringt mir viele Erinnerungen zurück. Aha. Und da ist Berold. Der Dürrwald hat sich als ziemlich anstrengender Ort erwiesen. Na ja, Hauptsache dir schmeckt's, was du da so trinkst aus deinem Pokal. Ich gehe mal gerade, bevor ich zum Händler gehe, in den Kerker, um mir Gramerfeld anzuschauen. Wieso schaukelt denn dieser Morgenstern von dem Gefängniswärter so? Sehr komisch. Kramerfell, wo bist du? Hier ist ja der kleine Eorn gewesen. Der ist ja ausgebüxt. Ich hoffe, das passiert mir mit Kramerfell nicht. Kramerfell, wo bist du? Kramerfell. Wo ist denn Kramerfell? Da ist Kramerfell. Na? Großmaul. Ein schöner Ort für meine Selbstfindung. Ja, Selbstfindung, von wegen. Ach, geht raus, Helden. Tür zu. Mein lieber Kerkermeister. Zeig ihnen, wer hier der Herr ist. Ich will, dass sie regelmäßig ausgepeitscht werden. Das hat Kramerfell nicht anders verdient. Wie sie wünschen. So. Und wieder hoch. Das wird Kramerfell bei seiner Selbstfindung unterstützen, dass er regelmäßig ausgepeitscht wird. Wahrscheinlich steht er sogar da drauf. Jetzt aber zum Händler. Und zeig mir deine Waren. Ich habe einiges zu verkaufen, nämlich hier diese ganzen guten Waffen, die brauche ich alle nicht. Und natürlich auch die normalen Waffen. Und dann hier diesen ganzen Kram. Oh, das ist teuer. Und der Ramsch hier noch. Und ich glaube, ich kann auch wieder eine Packung Dietriche verkaufen. Ja. So. Und ich brauche im Gegenzug einmal Rastvorräte. Wo sind die denn? Da. Einmal bitte. Handeln. 7000 verdienen, sehr schön. Dann geht's ins Inventar. Ich habe ja hier diese
einzigartige Waffe. Mal gerade ein bisschen aufräumen. Das ist die Jungdrachenglocke. Das ist, was ist das? Ein zweihändiges Schwert, nehme ich an. Oder? Ja, Zweihänder. Werde ich nicht benutzen. Die Geschichte dazu war: Die Jungdrachenglocke wurde von Fürst Selfor in Auftrag gegeben, einem jungen und begeisterten Novizen der Krallengesellschaft. Die Krallengesellschaft erfreute sich nach der Entdeckung von Drachennestern an der Nordküste des Dürwalds großer Beliebtheit und Selfor war entschlossen, sich als fähiger Bestienjäger zu beweisen. Er beauftragte den Familienschmied damit, ihm eine Klinge zu fertigen, die in Größe und Aussehen ebenso beeindruckend ist wie in ihrem Verwendungszweck. Der Schmied lieferte kurz darauf die Jungdrachenglocke, einen Panzerbrecher, der selbst die Haut der zähesten Bestien durchtrennen konnte. Nach seinen ersten Begegnungen mit Lindwürmern ließ Selfors Interesse an der Jagd rasch nach, doch er überließ der Gesellschaft als Dank für ihre Ausbildung die Jungdrachenglocke. In der Hand fähiger Männer und Frauen erwies die Waffe sich als unschätzbar wertvoll, und das einzigartige Geräusch, das ertönte, wenn die Klinge auf Drachenschuppen traf, brachte ihr ihren neuen Namen ein. Also da klingt's wie eine Glocke offenbar. Ja, ab ins Versteck, brauche ich nicht, weg. So, was ist das denn hier? Ach ja, das ist auch leider aus Versehen im Inventar gelandet. Der ganze Ramsch, weg, weg, weg. Hier, Alot. Schau dir mal an, ob da was drinsteht, was du noch nicht kennst. Ja, einiges, nämlich Verwirrung auf Stufe 4 und auf der Stufe 5. Die Frostexplosion und Rüngrims nervenaufreibender Terror. Wieder drei Zauber gelernt, sehr schön. Weg mit dem Buch. So. Ganz schön viel Ramsch hier im Inventar. Arik, schau mal in die Truhe. Da finde ich einmal Frühlingsbeeren, einmal Siedlerpfeil, eine Spinnengiftdrüse, eine Urflamme, eine Xauripzunge und einiges an Gold. Schön. Die Helden haben jetzt 27.000 Kupferstücke. Das kann sich doch allmählich sehen lassen. Und jetzt geht mal bitte raus. Ich will mir die Kapelle anschauen. Die ist ja jetzt fertig geworden. Und die Kapelle ist hier. Auf jeden Fall wurden neue Blumen gepflanzt, glaube ich. Geht mal rein. Wen haben wir da? Da haben wir einen Kapellenpriester. Seien Sie gegrüßt, mein Fürst. Dank Ihnen erstrahlt unsere Kapelle jetzt wieder im früheren Glanz. Dafür werden Ihnen die Götter sicherlich wohlgesonnen sein. Ich habe alle Schriftrollen gesammelt, die ich finden konnte. Vielleicht werden sie Ihnen auf Ihren Reisen nützlich sein. Lass mich mal sehen, was du anzubieten hast. Er hat eine Schriftrolle der Lähmung. Toll. Ist das wirklich alles? Das ist ja erbärmlich. Der hat echt nicht mehr. Oh, war ja. Tja. Ich nutze mal die Gelegenheit, um ihm einigen Ramsch zu verkaufen, den ich gar nicht brauche. Schriftrolle der Lähmung, die brauche ich nämlich überhaupt gar nicht. Das bringt ja nichts. Weg. Chaosfuß. Weg. Hirschgeweih. Weg. Schriftrolle des Zwillingssteins. Schleudert zwei tödliche Felsen von der Position des Druiden aus. Ach Quatsch, das brauche ich nicht. Weg. Diese Heilungsschriftrollen sind okay. Schriftrolle des Schutzes, was macht die? Mit dem Zauber, der auf diesem Pergament niedergeschrieben ist, kann der Wirker seinen Verbündeten dabei helfen, unnatürlichen Krankheiten und feindliche Zauber aufzuheben. Ah, das behalte ich mal. Insektenschwarm. Weg. Was ist das? Kochender Sprühnebel. Weg. Das behalte ich wieder. Tapferkeit. Plus 15 Genauigkeit. Ach, nee, komm. Nimmt nur unnötig Platz weg im Inventar. Schriftrolle der Verteidigung. Plus 20 alle Verteidigungen. Ja, das behalte ich mal. Heilung behalte ich wieder. Rollende Flamme und Feuerball. Ja, die behalte ich auch. Was ist das hier? Jugendliche Seelen. Plus 3 Athletik. Ah, könnte mal interessant sein.
Das hier kann Alot schon, diese Fluggeschosse, die kommen weg. Das Netz kann auch weg. Was ist das hier? Angstexorzismus. Ah, das kann eigentlich Duranz auch beten. Das fliegt auch weg. Das hier Wissen. Aber halte ich mal. Das da Heimlichkeit. Ach, das kann weg. Das hier ist Gebet gegen Hemmung. Weg. Das hier Überleben plus 3. Ach, weg. So ungefähr stelle ich mir das vor. Dann wird es ein bisschen übersichtlicher im Inventar. Und das ist auch tierisch teuer. Zack. Und jetzt hast du wenigstens mal was im Angebot, du komischer Schriftrollensammler. Ich habe alle Schriftrollen gesammelt, die ich finden konnte. Es war exakt eine. Toll. Ah, ich reg mich nicht weiter auf. Raus. Und dann hieß es ja, Iklak, der Kriegshäuptling, befindet sich im Talholz, also Helden. Auf ins Talholz. Und das ist ja hier oben irgendwo. Ein Tag und 8 Stunden, auweia. Und die Festung meldet sich schon wieder mannigfaltig. 4 Stück, was ist denn da los? Moment mal. Also, ein wohlhabender Adliger namens Fürst Sitrok ist in der Festung eingetroffen. Ein weiterer Besucher, sehr schön. Gefolgsmann Zahltag, ja, ist mir egal. Bau von Handwerkshalle abgeschlossen und Gaida, ein Beseeler, ist eingetroffen und bittet um einen Gefangenen, um an ihm zu experimentieren. Jetzt kann ich ihm Kramerfell aushändigen. Nö, der wird weiter ausgepeitscht. Auf alle Fälle. Aber ich kann das nächste Ausbauprojekt anschieben. Und das wird jetzt die Halle der Magieschmiede. Das Forum bringt viel mehr Punkte. Gibt es noch irgendwas, was Sicherheit bringt? Nee. Dann wird das Forum aufgebaut. Auf dem Forum werden Ideen und Strategien kultiviert und geteilt. Durch den Ausbau des Forums erhältst du einen Intelligenzbonus, wenn du in Leuchthöhle rastest. Kaufen. Fertig.